I grew up in a household of singers. Ich wuchs in einem Umfeld von lauter Sängern und Musikern auf. Mein Onkel war einer der begabtesten Pianisten. Meine Mutter, meine Cousine, alle Schwestern und Brüder meiner Mutter sangen. Die hatten eine Gospelgruppe mit dem Namen The Drinkard Singers. Die waren dann auch die erste Gospelgruppe, die beim Newport Jazz Festival auftreten durfte. Elvis wollte mit ihnen auf Tournee gehen, doch sie waren sehr kompromisslos, was Gospel anbelangte, und lehnten ab. Ein paar Jahre später gründete meine Mutter mit drei anderen Sängerinnen die Sweet Inspirations, und die sangen dann mit Elvis. Baby, baby, I get down on my knees. This is one too tight. I love you, sweet baby. If you would only love me like you used to do. Yeah. My root is not black, my root is gospel. Meine Wurzeln liegen ganz sicher im Gospel. Ich komme nicht vom Rhythm and Blues, sondern aus der Kirche. Gospel kann man auch nicht so unterteilen. Das ist nicht schwarz oder weiß. Das ist einfach ein Gefühl, genau wie Soul. So etwas kannst du nicht verleugnen, auch wenn du es wolltest. Das ist ein Geschmack, den du bekommst, wenn du damit aufwächst. So etwas wie deine Lieblingsspeise, von der du nie genug bekommen kannst. It's something that you get when if you're young and you're raised in church and you're raised singing gospel music. It is something that is like a It's like a food that you like, that you just want to eat all the time. Während Cousine Dionne Warwick bereits die Hitparaden stürmt, singt die 17-Jährige in Kirchenchören unter der Leitung ihrer Mutter und lernt dort das Handwerk als Interpretin.